Polizei schützt Kinderschänder vor aufgebrachten Demonstranten. Nach Missbrauch an Sechsjähriger weitere Taten geplant? Husum, Leck. Im nordfriesischen Leck versammelten sich am Sonnabend 40 bis 50 Menschen, um gegen einen in ihrer Nachbarschaft lebenden Kinderschänder zu demonstrieren. Darunter waren auch mehrere Mütter mit Kinderwagen. Der 18-jährige Kinderschänder war zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden, weil er Presseberichten zufolge eine Sechsjährige sexuell missbraucht hatte. In den vergangenen Tagen hat sich die Situation offenbar aufgeheizt, nachdem es Hinweise von einer 13-Jährigen gegeben haben soll, dass der Kinderschänder über die Internetplattform SchülerVZ erneut Kontakt zu minderjährigen Mädchen aufgenommen habe. Vor dem Haus des Kinderschänders eskalierte der Zorn der aufgebrachten Nachbarn, indem einige Teilnehmer versuchten, in das Haus des Kinderschänders vorzudringen. Dabei sollen die Demonstranten unter anderem die Todesstrafe für Kinderschänder gefordert haben. 18 Streifenwagen mit mehr als 30 Polizeibeamten wurden zum Schutz des Kinderschänders eingesetzt. Er soll von den Beamten an einen sicheren Ort gebracht worden sein. Gegen die aufgebrachten Demonstranten wurden mehr als 40 Platzverweise erteilt. Drei Demonstranten wurden in Gewahrsam genommen.